Also das hängt ein bisschen vom Turnier ab. Auf vielen ländlichen Turnieren tummeln sich eigentlich so circa 20 bis 25 Reiter auf dem Abreiteplatz. Bei so einem Turnier hier wie in Oliva sind teilweise auch mehr Leute da, weil manchmal teilt sich ein Abreiteplatz auf verschiedene Springen. Dann sind es auch schon mal 30, 35 oder auch schon mal 40, wenn es hochkommt. Also mit solchen Pferden geht es eigentlich erstmal darum, Priorität Ruhe drin halten. Das heißt also nicht möglichst viele Sprünge machen, möglichst dem Ärger aus dem Weg gehen. Das heißt, wenn es gibt meistens eine Flussrichtung, die sich irgendwo rauskristallisiert. Das heißt, entweder sind die meisten Leute auf der rechten Hand oder auf der linken Hand. Dann passt man sich sozusagen dem natürlichen Fluss an und versucht einfach entgegengaloppierenden Pferden weitläufig aus dem Weg zu gehen. Das heißt, man muss sich sehr auch auf die anderen Reiter konzentrieren, die natürlich nicht auf einen achten und einfach sich aus dem Ärger fernhalten. Das hängt ganz vom Pferd ab. Also es hängt ganz vom Reiterpferd ab. Viele Sprünge macht man auch für sich selber. Das heißt, unerfahrene Reiter brauchen vielleicht ein paar mehr Sprünge für sich selber, um ihre Nerven zu beruhigen. Das heißt, vor allem im Amateurbereich macht man dann gerne auch mal ein paar kleine Sprünge mehr, einfach um sich selber zu lockern, also bei meinen Schülern jetzt. Die Profis, die konzentrieren sich natürlich nur auf das Pferd. Das heißt, habe ich ein sehr vorsichtiges, eher sensibles, ängstliches Pferd, dann mache ich ein paar mehr kleine Sprünge. Habe ich ein Pferd, was sehr viel Vermögen hat und eher dazu tendiert, ein bisschen abgelenkt zu sein oder nicht ganz aufmerksam zu sein, da macht man auch mal einen höheren Oxer oder auch mal einen höheren Stall. Also das heißt, das ist eine ganz individuelle Frage, die sich wirklich auf jedes Pferd bezieht. Also es gibt Minimum einen Richter oder einen Steward. Hier auf dem Turnier sind es sogar immer zwei pro Abreiteplatz. Es ist halt so, die Profis, die wissen, was sich gehört und was nicht. Also normalerweise sind die Stewards nur eine Ordnungsperson, die da steht, um nach dem Rechten zu sehen. Klar, bei den Amateuren ist es halt so, wenn sie nicht von einem Profitrainer begleitet werden, dass sie oft gar nicht wissen, was darf man nicht. Und die werden dann meistens dann nett darauf hingewiesen, was man darf und was nicht. Wenn das mal der Fall ist, dann sollte man sich auf jeden Fall sehr früh auf sein Pferd draufsetzen, dass man das Pferd erstmal früh locker hat. Dann ist wichtig, dass man sich halt dem einem anpasst. Im Idealfall sucht man sich auf der Starterliste jemanden raus, der ein oder zwei Pferde vor einem startet und hängt sich dann an den dran. Weil der wird normaler, am besten guckt man sich dann auch einen aus, wo man weiß, der hat ein bisschen Plan. Der weiß, wie man vernünftig abreitet und dann nimmt man sich diese Sprünge halt mit, also die ersten kleinen Lösungssprünge, auch wenn der dann mit seinem Ochser anfängt, den ersten. Also dann hängt man sich im Grunde an einen Starter dran, der in seiner Nähe startet und versucht da dann mitzureiten. Wenn man das allererste Mal auf dem Turnier ist, dann geht es eigentlich erstmal nur drum, Vertrauen aufzubauen und sich vorsichtig in die ganze Sache reinzufühlen, dann sage ich eigentlich immer gerne, ruhig ein paar kleine Sprünge mehr machen. Da geht es gar nicht darum, ob das Pferd jetzt da perfekt rüber springt oder ob das fehlerfrei rüber springt. Da geht es wirklich erstmal darum, einfach zwischen Reiter und Pferd eine vertraute Atmosphäre zu schaffen. Meistens ist es so bei unerfahrenen Reitern, die sind erstmal sehr nervös, sehr angespannt. Das heißt, dann geht die Technik und die Konzentration da ein bisschen verloren. Erstmal viele kleine Sprünge machen, damit der Reiter erstmal durchschnaufen kann und sich entspannt und dann mit einem guten Gefühl in den Parcours geht.